So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und Adi ist auch wieder am Start, aber der macht schon wieder Faxen da hinten und deswegen habe ich ein kleines Fanpaket bekommen von Master Gossi. Ihr kennt sie alle, ich weiß gerade gar nicht, wo ich überhaupt hingucke auf der Kamera. Wahrscheinlich schiebe ich die ganze Zeit. Da steht nämlich drauf: Zerbrechlich, ja? Herr Zerbrechlich, Frau Zerbrechlich, alles Gute. Und schön mit grünem Edding drauf geschrieben. Das ist übelst schwer. Das wiegt bestimmt 2 Tonnen. Wie ein Tiger, ne? Ne, der wiegt 1 Tonne. Adi, willst du mal wissen, was hier drin ist? Wir müssen das jetzt hier ein bisschen verdecken. Da steht nämlich so groß die Adresse drauf, dass ich demnächst noch mehr Post kriege, wenn noch mehr Leute von euch hier reinkommen. Jetzt müssen wir das mal hier aufschlitzen an der Seite und gucken, was wir Feines dabei haben. Ich kann mir schon ein was denken. Den Master Gossi hat mir beim letzten Mal schon ein Paket geschickt gehabt. Da war Bier drin. Das war das beste Bier, was ich je per Post bekommen habe. Jetzt sagt ihr, so viel Bier hast du ja per Post noch nicht bekommen. Da muss ich sagen, dann war es halt das beste Bier, was ich je getrunken habe. Ohne Spaß. Ich kriege so oft Fanpakete. So oft irgendwelche Zusendungen, wo Leute sagen, aus meiner Region, da ist mal Bier drin, da ist mal Bier drin, musst du mal probieren, kannst du mal testen. Manche sind auch ganz frech, die schicken einfach Kölsch, ne? Aber ich habe noch nie so ein Bier probiert, so ein Biergeschmack gehabt. Ich fand das total toll. Und deshalb möchte ich jetzt mal hier reingucken, was in diesem komplett unhandlichen Paket drin ist. Zack, Adi, guck, hier hast du eine Laderampe, kannst du nicht drauflaufen. Was ist das denn für ein komischer Karton? Ich will doch nur hier rein. Da ist auf jeden Fall jetzt Papier drin. Thomas hat auch ein Paket bekommen. Habe ich gesehen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Thomas hat ein Paket bekommen, da war ein Energy Drink drin von irgendeinem komischen Essmarkt, was ich noch nie gesehen habe, die Marke. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wer was für Ramses Kitchen zum Testen. Bin mal gespannt, ob ich auch diesen Energy Drink habe. Ansonsten, Grüße gehen raus an Master Gossi. Dankeschön auf jeden Fall. In sehr kurzer Zeit 2 so fette Pakete. Adi kriegt hier wieder ein bisschen Müll. Freut er sich nämlich immer, wenn er da Müll bekommt. Und bis jetzt sehe ich ganz viel Cola. Sicherlich für Pupsi ganz viel. Aber noch kein Energy. Noch kein Energy. Ja, Thomas ist halt so der süße Typ, ne? Ist klar, dass der da so... Ah, was ist das denn? Adi, halt das mal bitte fest. Kümmere dich mal darum. Was haben wir denn hier? Wir haben zum Beispiel hier einmal Confetteria Raffaello. Kennt ihr das? Ist das Schokolade? Raffaello Schokolade? Kokos und Mandelcreme? Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Raffaello Schokolade gibt es auch als Ferrero Rocher. In 3 verschiedenen Rocher-Sorten. Schokolade mit cremiger Füllung. Noch nie gesehen. Confetteria Raffaello. Raffaello ist was, manche sagen Kokos, richtig genial. Manche sagen Kokos, richtig abartig. Ich finde Raffaello auf jeden Fall richtig cool, auch wenn ich nicht so oft Raffaello esse, weil ich ja nicht so der süße Typ bin. Raffaello kannst du machen, kannst du mitnehmen. Das packen wir mal hier unten rein und das packen wir mal hier oben rein. Denn als zweites haben wir hier nämlich Katzensticks für den Adi. Einmal mit Rind, reich an Rind, 90% Fleisch. Wir haben einmal hier Lachs. Bei mir ist das schön immer hier mit so einem Bild, reich an Lachs. Da ist ein Lachs in der Ecke. Schöner Tabaklachs, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier ist eine Kuh drauf, wie gesagt. Und hier aber einmal mit Hühnchen. Reich an Huhn. Das sieht doch gut aus. Da freut sich der Adi. Da kommt er angeschnüffelt. Dann haben wir hier was, das finde ich auch richtig lustig. Für Katzen. Da steht einfach Molly drauf. Das ist also extra für Molly. Guck, darf der Adi gar nicht essen. Ich glaube, der Adi hat auf jeden Fall die Sticks für sich entdeckt. Adi, willst du ein? Ja? Meinst du kriegst die Packung auf? Wenn nicht, muss ich dir gleich mal helfen. Wir lassen den mal kurz und gucken mal am Ende des Videos, was er dort angerichtet hat. Denn ich sehe hier schon eine Tüte M-Eukal aus dem S-Budget-Markt, wo die Energy-Drinks her waren. S-Budget M-Eukal, extra stark.
Das ist gut, denn ich habe eh schon jetzt seit 10 Jahren Husten. Der geht nicht weg. Deshalb gibt es gleich 2 Packungen im Eukal aus dem Budgetmarkt. Packe ich also auch wieder hier oben mit rein. Und dann sicherlich für Pupsi maximaler Geschmack. Zero Zucker. Pepsi Max mit Vanille. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie probiert. Vanille Cola, ja. Zero, ne. Aber probieren wir auf jeden Fall. Thomas hat, glaube ich, auch letztens eine schon aufgemacht von sich. Hat die probiert, hat gesagt, das ist mal eine gute Pepsi. Ohne Zucker, die schmeckt. Mit Geschmack dran, würde Naturin sagen. Bin ich also gespannt. 2 Dosen sehe ich hier davon. Eine für Pupsi, eine für mich. Vielleicht gemütlich am Wochenende gekühlt aus dem Kühlschrank. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Die Pepsi Max Vanille mit Zero drin. Packen wir auch hier hoch. Dann sehe ich jetzt schon aber ganz viele Coca-Cola Vanille-Dosen. Die sind doch richtig teuer, oder? Die kosten doch jetzt 10 Euro eine Dose, weil da Zucker drin ist. Die anderen sind nämlich immer alle ohne Zucker. Die sind mit Zucker, deswegen müssten die voll wertvoll sein. Da habt ihr nämlich eine Dose. Ihr habt 2 Dosen. Ihr habt 3 Dosen, ja? Wer kann weiter zählen? 4 Dosen Vanille, Cola, 5 Dosen und ihr habt sogar 6 Dosen Vanille, Cola. Guckt dir das an. Und jetzt, ich möchte nicht zu viel verraten, guckt euch das an. Freistädter Ratsherren, ne? Freistädter Ratsherren, die Freistädter Biere. Fast alle Freistädter Biere haben geschmeckt. Eins anders als das nächste, da war Pegasus dabei oder irgendwas mit dem Pferd drauf hin und her. Ich fand das Design cool. Das ist auch hier so richtig, das glänzt richtig. Das ist das mit 5,2 Ratsherrn Premium Vollbier. Da habt ihr eine Flasche und insgesamt habt ihr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Flaschen, 8 Flaschen Ratsherren Vollbier, sogar mit einem Sixer Träger, wo man das reinstellen kann, dass es noch besser aussieht. Die gibt es wohl so im Sixpack zu kaufen, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Und weil mir das so gut geschmeckt hat, hier, Karton ist leer und unten drunter habt ihr extra jetzt hier so einen Karton für einen 6er-Pack, könnt ihr euch dann reinstellen, habt 2 zum Trinken und 6 Stück zum hier reinknallen. 6 mal 0,5 freistädterbier.at aus Österreich. Jetzt habe ich aber noch was. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber noch was vor. Und zwar versuche ich gerade hier klar zu kommen. Ich muss mal kurz nach dem Adi gucken. Der rastet nämlich hier komplett aus. Adi Schatz, ich nehme es mal kurz mit, okay? Adi Schatz. Ich glaube, der Adi hat nämlich so Hunger, dass er hier gerne sich auch so einen Snack abgemacht hätte. Also ist bestimmt auf jeden Fall nicht gesund, wenn ihr hier die ganzen. Was macht der denn? Was ist das denn? Das ist hier im Prinzip fein säuberlich abgetrennt. Zack. Und dann ist das hier der Rest von einem Katzenstick, der da irgendwo mal mit drin war. So, keine Ahnung. Wir können das mal auf der anderen Seite aufmachen. Gucken, ob wir da noch einen Rest rauskriegen. Es sieht auf jeden Fall schon wieder sehr gewalttätig aus. Hier ein Katzenstick. Ein bisschen ist noch übrig gewesen. Dem können wir jetzt den Adi geben, ne? Adi, hier, probier mal. Alter, wie gierig der ist. Hier, beiß doch mal ab ein Stück. Reiß ab, genau. Alles klar. Da wird mal auch noch angeknurrt. Adi, Schatz, sei lieb, alles Gute. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich glaube, der Adi bringt mich gleich um. Ist wie ein wildes Raubtier schon wieder. Aber ich wollte doch eigentlich noch das Bier aufmachen. Zur Feier des Tages. Dankeschön an Gossi, das finde ich richtig cool. Weil ich wirklich gesagt habe, das war das beste Bier seit langem, was ich je getestet habe. Und sie gesagt hat, ich glaube, da ist noch ein Paket unterwegs zu dir. Dass sie mir nochmal 8 Flaschen von meinem Lieblingsbier geschickt hat, ja. Dankeschön dafür. Dafür mache ich das jetzt auch.
dafür trinke ich jetzt ein Bierchen. Auf den Gossi, ne? Auf den Kanal, auf den Adi, auf die Streams, auf die Videos, auf alles. Das war's von meiner Seite aus. Freistädter Ratsherrn Premium. Bei mir ist heute gerade Mittwoch, heute noch Wrestling, heute guter Tag. Peace out, Vorhaut und Prost, euer Ramses. Wunderbar.